So, willkommen zu einer Runde Mind Knight. Die, die das Game nicht kennen, kurze Erklärung. Es gibt Hacker, es gibt Agents. Agents müssen secure und Hacker müssen hacken. Ende. Den Rest werdet ihr vielleicht verstehen, vielleicht auch nicht. Ja, diese Zeichen, die ihr hier seht, bedeutet, dass die Leute disconnected sind. Warte, Tim, sag mal kurz was. Gut, ich muss meinen anderen Kopfhörer auswählen, wenn er noch besser ist. Du musst auch gerne noch raffen. So, sag jetzt mal was. Moin. Gut. Ich muss den anderen Kopfhörer nehmen, weil sonst hört man dich. Ah ja. Sag mal kurz nicht. Ja, okay. Musik mache ich mit lauter Musik drüber. Ja. Also dieses Zeichen bedeutet, dass... die Leute disconnected sind. Tim und ich schicken uns immer gegenseitig Proofs, was wir sind. Wir sind beide Agents. Ja. Sache ist, normalerweise muss man halt irgendwie auf verdächtigen Verhalten oder sowas auf dieser Basis in dem Game feststellen, wer ist Hacker und wer ist nicht Hacker. Und die Hacker. Und normalerweise wird auch viel geschrieben. Ja, normalerweise hat man hier einen Chat, wo ich dann zum Beispiel. Ach ja, skip mal. Peach Lan schreiben kann. Und wenn ich dann Peach Lan schreibe. Also wenn Noah jetzt hackt, dann wäre es hart lustig. Ah ja. Treffen sie alles, schade. Und die Typen halt dann auf Türkisch beleidige? Okay, das Game geht jetzt so minimal schnell. Lass es mal accepten. Nee. Ja, wer hat den Hammer? Warte mal. Noah hat den Hammer. Das wird trotzdem random machen. Das akzepten. Ja. Wow. Ja, warte mal ganz kurz, war das gerade der Hammer, der... Nee, das ist jetzt Hammer. Das ist Hammer. Danke, Merkel. Nö. Wird jetzt halt safe gehackt. Jetzt zwei Hacker, das wär lustig. Das wär halt echt lustig. Ja, okay, Hacker. Ich propose. Test durch, Test. Dann haben einer von uns beiden hat dann den Hammer. Noah oder Harry ist? Weil wenn die Hacker sind, werden die hacken wahrscheinlich. Das oder? Das Problem ist, wir brauchen den zweiten Hacker. Und dann halt noch Sky. Das können wir halt nicht rausfinden. Die Sache ist, die Sky ist, hat den Pick angenommen, wo Harry drin war. Ich glaube, dass Harry und Sky die Hacker sind. Wir gehen jetzt mal von Harry und Sky aus. Nimm mal Liz und Noah, genau. Das wäre jetzt echt lustig, wenn das so passt. Ah, schade. Das Problem ist, wir dürfen jetzt nicht mehr gehackt werden lassen. Es war zweimal Hacker. Oder? Ja. Es ist richtig dämlich. In CS ist es ja immer anders, dass man, wenn man Bots im Gegnerteam hat, also wenn man Bots als Gegner hat, dass man da eher gewinnt. Aber das ist jetzt Next Level Shit. Wir raffen durch, du hast Hammer. Ich hab jetzt keine Ahnung, wen wir nehmen wollen. Ich glaube, Liz ist. Aber ich weiß. Hacker. Einfach vom Verhalten, aber ich habe keine Ahnung. Vom Verhalten? Ja, ich weiß, das ist absolut dämlich, aber von dem, was man so gesehen hat. Das, liebe Fische, was an der Stelle kommt. Die Musik, die ihr gerade im oder wir Popcorn halt einstellen. Wahrscheinlich lauter, damit man Musik überfangen wird. Ich hab 5 Sekunden, wie soll ich nehmen? Ja, keine Ahnung. Nimm Harry. Ich spüre, dass das eine schlechte Entscheidung war. Vom Verhalten her, Tim. Ja, ich weiß. Wow. Wow. So, ich freue mich jetzt alle fürs Leben. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr davon sehen wollt, lädst du das jetzt echt so hoch?
Ich lasse es nicht uncut, aber ich werde das hochladen. Ey, das ist... Also sorry, aber... Wären da Spieler noch hinter gewesen, hätten wir es vielleicht noch gewonnen. Also Tim, du darfst Tschö sagen. Nee, ciao. Willst du noch kurz dein Instagram pushen? Ich und Instagram, was willst du von mir? Schade, ich wollte eigentlich nur deinen Namen ausklicken. Ciao. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, schreibt es auch bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch bitte ein Like da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr keine Videos verpassen wollt.